Hallo meine Lieben, heute kommen wir mal wieder Nudeln und zwar mit getrockneten Tomaten, Oliven und Zwiebeln und Knoblauch. Das schmeckt auch sehr gut. Mein Wasser kocht schon. Ich gebe mal ein bisschen Salz rein. Lorbeerblatt habe ich leider nicht, ich bin nicht zu Hause, ich bin im Garten. Habe ich vergessen mitzunehmen. So. Mein Spaghetti rein. Sehr gut. So, während das kocht, machen wir unsere Soße. Und zwar Herd eingeschaltet. Bisschen Olivenöl. So. Dann muss ich schneiden. So, jetzt gehe ich ans Schneiden. Und zuerst schneide ich meine Zwiebel. Dann kommt mein Knoblauch rein. Die Menge, was ihr da in euer Essen reintut, ist euch überlassen. Ihr könnt auch mehr Zwiebel nehmen oder mehr Knoblauch nehmen, wie ihr lustig seid. So, das braten wir jetzt an. Dann schneide ich getrocknete Tomaten. Die hat mir meine Freundin gebracht. Sie hat es in der Türkei selber getrocknet. Die sind ein bisschen säuerlich. Aber diese Säure ist ja auch gut für die Nudeln. So, da schneiden wir noch welche. Okay. Wie gesagt, das ist auch euch überlassen, wie viel ihr reintut. Die gebe ich jetzt auch zu den Zwiebeln. Meine Nudeln kochen. Die brauchen auch nicht mehr lang. Da habe ich ja noch Kapern, habe ich ganz vergessen. So, komm. Kennt ihr das? Wenn ein Loch drin ist, das muss dann aufgehen. So, da brauche ich jetzt einen Löffel. Also habe ich schon eins. Gebe ich noch ein bisschen Kapern dazu. Muss nicht sein, aber ich liebe Kapern. Deswegen gebe ich immer ein bisschen was dazu. Muss eigentlich nicht sein. So, dann habe ich schwarze Oliven. Das sind ungefähr so 15 oder 20 Stück. Die gebe ich auch dazu. So, und jetzt tun wir schön anbraten. Ich gebe noch ein bisschen Olivenöl. Kommt mir ein bisschen wenig vor. Ach, das riecht so gut. Da gebe ich jetzt kein Salz mehr dazu, weil die Tomaten doch ein bisschen säuerlich sind. Und die Oliven haben auch ein bisschen Salz. Darum salze ich jetzt nicht, aber gebe etwas Pfeffer. Und ein bisschen Paprika. So. Okay, und ein bisschen Pulverbrühe. Wenig. Ein bisschen Schärfe tut immer für den Darm gut. Nicht so viel, aber ein bisschen. Okay. So. Mal schön anbraten. Das riecht wirklich sehr, sehr lecker. Okay. So, ich habe jetzt ein bisschen Minze gepflückt. Ich gebe noch ein bisschen Minze dazu. Oh, das sieht aber sehr, sehr gut aus. Und dann gebe ich vom Nudelwasser ein bisschen. Ja, müsst ihr auch immer machen.
immer ein bisschen Pfeffer und Nudelwasser nehmen. So, ist okay. Jetzt schalte ich mal Nudeln aus. So, und jetzt gebe ich meine Nudeln dazu. So. Ein bisschen noch. Okay. Jetzt mischen wir mal das Ganze. Oh, sieht das nicht gut aus? Dann schalte ich mal aus. Okay. Okay. Sieht sehr, sehr lecker aus. Ich glaube, es ist auch sehr schön geworden. So. Ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr auch Erbsen reintun oder Mais. So. Und jetzt servieren wir mal. Wie machen sie mir die Chefs? Sie tun es in die Mitte und drehen das so rum. Klappt bei mir nicht so. So, das ist eine gute Portion. Davon wird man satt. Ich habe ein paar Beeren. Die Beeren tue ich auch noch drauf. Ich esse gern Beeren. So. Und das war's. Das ging doch ganz schnell. Also, viel Spaß beim Nachkochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.